Ja, jetzt war es soweit. Folgeart von The Last of Us ist erschienen. Und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie ein bisschen enttäuscht oder ein bisschen glücklich sein soll. Irgendwie ein bisschen von beidem. Denn es ist das passiert, was ich erwartet habe, aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Aber dazu mehr im heutigen Video und deswegen heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couch Time. Genau, Folge 8 ist ja jetzt schon ein wenig wieder da und ich habe es mir natürlich angeguckt und meine Prediction war mehr oder weniger richtig. Für diese Folge haben wir die drei Dinge bekommen, die ich gecallt habe. War einmal ein Hase, ein weißer Hase im Schnee. Es war einmal Ellie's Rage und Joel's Rage Badass Moment. Jetzt kommt es aber leider zu den Punkten, die ich dann nicht so geil fand, denn alles das, was wir bekommen haben, aber irgendwie nicht so gut, außer eine Sache. Aber fangen wir einfach mal von vorne an. Ja, Joel liegt weiterhin ein wenig verletzt auf dem Boden rum und Ellie denkt sich so, okay, shit, unser Essen geht aus und geht halt einfach mal eine Runde jagen. Und an dem Punkt kommen wir dann auch schon wieder in diese Ecke, wo das Spiel sehr, sehr akkurat zur Serie ist, beziehungsweise Serie akkurat zum Spiel, was ich super geil gefunden habe. Und ja, dementsprechend kommen wir auch relativ fix zu der Szene mit dem weißen Karnickel. Aber es wurde leider nicht mit dem Bogen erschossen. Also das ist leider natürlich Glück fürs Kaninchen. Aber ich habe es echt gehofft. Ich habe es mir irgendwie echt voll erhofft, dass das irgendwie so der Fall sein wird. Aber nein, leider nicht. Aber es war da. Es war da genauso wie der Hirsch, Elch, Reh, was weiß ich, was Ellie dann angeschossen hat, was aber erstmal abhaut. Und bei der Verfolgung treffen wir halt dann auch früher oder später auf David. Und diesen David haben wir dann auch schon ein bisschen früher ja schon gesehen. Und ich muss sagen, Besetzung einfach finde ich perfekt. Also David ist perfekt besetzt. Einfach eine 10 von 10. Der Charakter passt absolut super da rein. Super gespielt. Aber und jetzt kommt es zu einem Punkt, den ich in der ganzen Serie super verwirrend fand in dieser Folge. Ich habe währenddessen so ein bisschen gesnackt. So, ich war am Essen, wo ich die Serie geguckt habe. Und in der deutschen Synchro hat David die gleiche Stimme wie Rick Grimes aus The Walking Dead. Du hast keine Ahnung, wie gut ich bin. Du weißt nicht, was ich dir hätte geben können. Und da Troy Baker ja auch wieder dabei ist, der ja den James, glaube ich, heißt er ja, spielt. Abgesehen davon, dass Troy Baker als James einfach genauso aussieht wie Joel im Spiel, wirklich genauso. Also es ist einfach auch der Bart, die Länge der Haare und natürlich hat er auch die Stimme von Joel. Die deutsche Synchronstimme von Troy Baker, also aka die deutsche Synchronstimme von Joel. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der genau heißt, der Synchronsprecher, ich wusste es mal. Heißt, ich habe in dem Gespräch, wenn ich mal gerade mein Brötchen gebissen habe, immer Rick Grimes mit Joel Miller reden hören. Und das war in manchen Momenten super komisch, weil es auch viele Szenen gab, wo David quasi auch einfach die Rede geschwungen hat, wie Rick sie geschwungen hätte. Und das war sehr verwirrend für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auf jeden Fall weiter in der Folge. Ja, Ellie trifft auf die beiden und hier direkt alles, ne, Action, Panik und hier David und James sind aber relativ kooperativ, so scheint zumindest auf den ersten Blick, denn Ellie will Medizin für Joel und die sollen sie auch besorgen. Dementsprechend setzen sich dann David und Ellie ans Lagerfeuer. Ellie natürlich immer noch ein bisschen misstrauisch. Und David erzählt halt so vom Schicksal und Zufällen und halt, ne, dass halt einer ihrer Männer getötet wurde von irgendeinem Psycho und dieser Psycho hätte zufälligerweise ein kleines Mädchen mit dabei. Oh, oh, okay, wir wissen natürlich, es ist Ellie gemeint und es ist Joel gemeint und es ist das Arschloch gemeint, was Joel den abgebrochenen Baseballschläger quasi in den Bauch gerammt hat. Ja, aber wir sehen natürlich, wie auch im Spiel, dass David nicht wirklich Ellie umbringen möchte, weil er Interesse an ihr hat. In einer schlechten Hinsicht und in einer Hinsicht mit Zusammenarbeit mit ihr, mit seiner Community, aber eher in einer schlechten Hinsicht. Auf jeden Fall schafft es Ellie dann aber doch noch abzuhauen und dann kommt sie zu Joel, gibt ihm eine Waffe, versucht ihn zu wecken und sagt, hier sind Arschlöcher auf dem Weg. Ein Messer hat sie ihm gegeben. Hier sind Arschlöcher auf dem Weg. Du musst wach bleiben. Wenn die kommen, dann musst du die töten. Und die lenkt die ab, weil die sich halt auf der Suche nach Joel begeben haben und auch auf die Suche nach Ellie. Und ja, dann wird Ellies Pferd umgebracht. War irgendwie sehr brutal, wie das Pferd den Abgang gemacht hat und auch Ellie. Also es war schon heftig. Auf jeden Fall, sie schnappen sich Ellie und dann sehen wir quasi einen kurzen Einblick in Joels Erwachen. Und zwar geht so ein Arschloch zu dem ins Haus, schiebt dieses Bücherregal zur Seite und dann kommen, dann sehen wir den Joel, den wir im Game die ganze Zeit quasi gesehen haben. Den mächtigen, heftigen, kräftigen Baba-Badass-Joel. Und dann, ab dann schneidet es quasi immer so ein bisschen hin und her. Wir sehen ein bisschen Ellie-Part, wie sie mit David redet und David ein Arschloch ist. Ellie bricht ihm dann den Finger, was sehr cool ist. Kennen wir raus im Spiel. Die ganze Szene, der ganze Dialog, super ähnlich zum Spiel. In der deutschen Fassung tatsächlich weniger ähnlich. Ich glaube, in der englischen trifft es den Punkt dann nochmal ein bisschen genauer. Aber gut, das ist jetzt kleinkariert, was man dazu sagen könnte. Und ja, dann wechseln wir natürlich wieder auf Joels Sicht. Und dann kommt der Moment, auf den ich quasi gewartet habe. Und ich sag's so, wie es ist. Das Folterverhör nenne ich es einfach mal. War im Spiel definitiv krasser gemacht. Und das aus nicht mal vielen Punkten, sondern einfach so, es war also, Spiel und Serie waren sich wieder unfassbar ähnlich. Dialog
perfekt, der Ablauf perfekt, das Setting super gut. Aber wo es zu dem Punkt kam, dass der eine Typ gesagt hat, okay, hier sind wir und da ist die, der Joel tötet ihn und der andere sagt dann so, er hat dir doch alles gesagt, von mir erfährst du nicht. Im Spiel sagt ja Joel quasi ja, also er sagt ja, keine Sorge, ich glaube ihm und haut dem dann halt voll einen über den Dötz. Das sagt er in der Serie auch, aber mit einem gewaltigen Unterschied. Einfach ein gewaltiger Unterschied in der Tonlage, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Du verdammtes Arschloch, fick dich. Ich werde dir einen Scheiß erzählen. Ist schon gut. Ich glaube ihm. Nein! Ich denke, ich habe jetzt hier irgendwo einen Vergleich mal eingeblendet, wie ich... Ich denke, man versteht das. Im Spiel war das mit viel mehr Biss und Theatralik, weißt du? Versteht ihr, was ich meine? Irgendwie so in die Richtung. Das fand ich ein bisschen schade. Also Pedro Pascal hat es schon gut rübergebracht, aber ein bisschen zu schnell für mich. Es hätte ein bisschen mehr Macht sein können. Aber trotzdem gut, die Szene, keine Frage. Schnitt dann wieder mal zu Ellie und ja, wie gesagt, sie ist da weiterhin mit David und James zugange. Und natürlich hat Ellie auch entdeckt, dass die anscheinend Menschen essen, weil da lag ein Ohr rum. Das war eklig, aber cool. Aber da lag ein Ohr rum, Ellie hat gemerkt, oh Kacke, hier ist echt einiges in Argen und ja, ich muss hier raus. Auf jeden Fall, nachdem sie dann schön den Finger gebrochen hat und alles super und toll, kommen halt David und James rein und wollen sie halt ein kleines Häppchen verarbeiten, so wie Ellie es, glaube ich, ausgedrückt hat. Auf jeden Fall zieht Ellie ihren Joker und sagt, ich bin infiziert. Sie hat dann David auch gebissen und sagt, du bist jetzt auch infiziert. Und die gucken sich den Biss von Ellie an und merken halt auch David schon so, ja, nee, kann nicht sein. Die hätte sich schon längst infizieren müssen. Es sieht anders aus. Irgendwie ist es, nee, macht keinen Sinn. Und die Chance nutzt Ellie, nimmt das Fleischerbeil und haut es Troy Baker komplett in den Hals. Und das sah super brutal aus, finde ich. Also es war so, ich finde, das war, glaube ich, mit das Brutalste, was ich hier so in The Last of Us jetzt gesehen habe, muss ich sagen. Ich glaube, das war irgendwie, war schon heftig. Und ja, natürlich haut sie ab und dann den ganzen jetzt restlichen Ablauf, das wissen alle Spieler, die das, alle Leute, die das Spiel gespielt haben. Der heftigste Part, finde ich persönlich, von The Last of Us. Ja, sie sind in diesem Versammlungsraum, sage ich mal, und Ellie nimmt hat so einen Stock mit, der so im Glühen war, so ein Glut für zum Kochen irgendwie. David kommt rein, sie will ihn abwerfen und trifft halt da Gardinen mit und auf einmal steht das ganze Ding in Flammen. Und jetzt kommt es zu einem kleinen Kampf, in Anführungsstrichen. Natürlich, im Spiel ist er wesentlich länger ausgebaut als in der Serie, ist auch irgendwie verständlich. Und ja, David will halt gerne mehr von Ellie, dieser, ne, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall die Szene auch wieder 1:1, wie im Spiel gemacht, wie Ellie nach dieser Machete, beziehungsweise diesem, in dem Fall jetzt Fleischerbeil so greift und dann komplett drauf losraged und ihn quasi, weiß ich nicht, filetiert, blanchiert, ich weiß nicht, was sie mit ihm macht. Also wirklich, ich glaube, Davids Gesicht danach, eieieiei, also das ist ein Gulasch. Das ist ein Gulasch, sage ich euch. Aber an der Stelle möchte ich auch direkt mal einen Punkt erwähnen und zwar finde ich, dass Bella Ramsey in dieser Szene so hammergut gespielt hat. Das war beängstigend gut gespielt. Also ohne Scheiß, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Geschauspieler ist, hätte man auch glauben können, es hätte echt sein können. Don't be afraid. There's no fear in love. Und auch der Schauspieler von David hat einfach den perfekten Psycho raushängen lassen. Aber einfach unfassbar heftig diesen Charakter getroffen. Es hat so gut gepasst. Von David dieses Psychomäßige und von Ellie dieses wirklich Angst um ihr Leben, Angst um alles. Und dann halt ne, das Wiedersehen von den beiden, mehr oder weniger Ellie realisiert, okay, Joel geht's gut. Joel realisiert, oh scheiße, Ellie hat gerade echt Kacke am Dampfen. No! Look, it's me. It's me. It's okay. But I... It's okay. It's okay, baby girl. I got you. Und wie gesagt, die schauspielerische Leistung von beiden auch in der Szene, in dieser kurzen Szene, wo nicht viel gesprochen wurde, unfassbar genial. Also wirklich echt wunderschön gemacht. Also die Folge, ich würde direkt jetzt mal zum Rating kommen. Die Folge würde ich raten mit, ja, das Ding ist, ich will sie nicht schlecht raten. Sie hat mir nicht so gut gefallen, weil das nicht, also es wäre jetzt nicht so meine Lieblingsfolge. Irgendwie habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber es hat trotzdem meine Erwartungen irgendwie schon getroffen. Also alles das, was ich gehofft habe, kam irgendwie in einer Art und Weise vor. Aber halt irgendwie ist es so eine Folge, wenn ich mir die jetzt angucke, also wenn ich mir die Serie nochmal angucke, wäre das so eine Folge, wo ich so sitzen würde, ja gut, kann ich nebenbei auch gerade, was weiß ich, ein Buch lesen, so einfach so einen Hinterkopf mitbekommen. Aber ich weiß nicht, also es war nicht die beste Folge.
Ich weiß aber nicht, warum. Das ist das Schlimme. Ich weiß nicht, warum mir sie nicht so gut gefallen hat. Auf jeden Fall würde ich punktzahltechnisch, würde ich schon sagen, einfach eine 7 von 10. Doch, schon 7 von 10. Das auf jeden Fall, also es war nicht schlecht, um Gottes Willen, keine Frage, es war eine super geile Folge. Aber ich finde im Vergleich zu manchen anderen Folgen nicht so gut. Vor allem, kurz mal auf den Punkt zurückzukommen, wo Ellie mit David da an diesem Lagerfeuer saß. Diese Kulisse, dieses runtergekommene Haus mit den ganz vielen Fenstern. Ich habe wirklich gehofft, dass da dieser eine Hordenmodus, nenne ich es mal, aus The Last of Us aus dem Spiel kommt, wo halt ein paar von den Zombies angreifen, oder Infizierten, hat mir echt gefehlt. Also Infizierte haben wir jetzt wieder hier gefehlt einfach. Sie hätten ein paar reinpacken können. Das wäre ja nicht zu viel verlangt gewesen. Also ich finde, es ist nicht zu viel verlangt. Und das ist, glaube ich, das Problem, was alle The Last of Us Gucker haben. Wirklich. Denen fehlen die Infizierten. Da sind wir uns alle einig. Aber wie gesagt, an für sich keine schlechte Folge. Absolut nicht. Nur mir persönlich hat sie nicht so gut gefallen wie manch andere. Wie gesagt, also ein paar Punkte hätte ich irgendwie gefunden, wenn sie da was besser gemacht hätten, sage ich mal. Wie gesagt, so ein Karnickel, wenn das angeschossen mit dem Pfeil, das wäre schon anders gewesen. Ich finde auch, es ist komisch, dass Ellie keinen Pfeil und Bogen hat. Es fühlt sich komisch an, aber es ist halt auch, naja, ne? Es ist halt eine Adaption, muss ja nicht hundertprozentig korrekt sein, ne? Da sehe ich ja auch ein. Trotzdem wäre es irgendwie interessant und cool gewesen. Auf jeden Fall steht uns jetzt nur noch eine einzige Folge bevor und das ist, wie gesagt, ne, die Folge, ich glaube, irgendwas mit Licht heißt die. Das ist ja, jetzt geht es ja quasi dazu, dass Ellie und Joel wirklich zu den Fireflies kommen. Marlene ist da, ich höre mich auf den Namen übrigens, und sagt, ja, hier, okay, Untersuchungen werden gemacht, Ellie wird untersucht. Und dann wird gesagt, ja, Cordyceps, Gehirn, wir müssen Ellie mehr oder weniger töten, damit wir dann ein Heilmittel rausmachen können. Joel, nee. Und ne, ihr wisst, wie das weiterläuft. Eventuell wisst ihr es auch nicht, dann freut euch auf die nächste Folge, denn das wird cool. Und hier nochmal meine Prediction zu, ich bin mir fast sicher, dass wir Abby bekommen. Zumindest ganz, ganz kurz. Und wenn es wirklich nur so ist, dass sie zu ihrem Vater gerade hingeht, kurz vor der OP bei Ellie und sagt so zu ihm, ja, hier, bis später, Dad, und geht einfach. Das wird mir reichen. Das wird mir vollkommen reichen. Wirklich. Und ich glaube, das kommt. Also ich glaube, das bekommen wir. Entweder bekommen wir das so in der Folge oder wir bekommen es in so einer Art Post-Credit-Scene. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Abby wird quasi einen kleinen Auftritt in dieser Folge haben, weil es für mich nur Sinn macht, weil damit du wirklich die perfekte Verknüpfung zu Season 2, also Staffel 2 bekommst. Das, was halt im Spiel mit unheimlich viel Exposition gezeigt werden musste, Vergangenheitsausschnitte, Rückblicke und, würde dir hier wegfallen, wenn du von Anfang an sagst, okay, das ist Abby, das ist ihr Vater und deswegen steht Staffel 2 in den Schuhen, Startlöchern. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen denke ich, das wird so kommen. Ja, aber das, denke ich, war es auch schon für dieses Video. Heißt nur noch ein Recap zu The Last of Us und ich sage es so viel, ich denke, ich werde nochmal ein 10. Video machen, wo ich die ganze Staffel einmal zusammenfassend bewerten werde, damit ich auch dann irgendwann mal später einen Vergleich zur Staffel 2 bekomme, wie ich diese von der Art und Weise bewerten würde. Ja, aber jetzt seid mal wieder ihr gefragt. Wie fandet ihr die Folge? Fandet ihr sie besser? Fandet ihr sie schlechter? War das eure Lieblingsfolge oder eher nicht? Wie gesagt, für mich war es so eine Durchschnittsfolge, ganz gut, aber halt einfach irgendwie nur eine Durchschnittsfolge. Ja, und was denkt ihr zu Folge 9? Was denkt ihr, bekommen wir Abby zu sehen? Wie cool wäre das? Also ich fände es wirklich sehr cool, muss ich sagen. Und freut ihr euch jetzt schon auf Staffel 2? Ich freue mich, aber ich habe Angst, weil ich das Spiel kenne, aber ich freue mich. Trotzdem habe ich Angst. Das ist so ein zwiegespaltenes Ding. Auf jeden Fall würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr euch die anderen Videos auch noch anguckt. Also wenn euch interessiert, was ich sonst noch zu den restlichen Folgen gesagt habe, checkt die Playlist aus und ansonsten könnt ihr auch gerne den ganzen Kanal mal auschecken. Denn hier gibt es alles Mögliche zu Serien und Filmen. Recaps, Reviews, Meinungen, Theorien. Alles gibt's hier auf diesem Kanal. Und vielleicht ist was für euch dabei, deswegen checkt den Kanal gerne nochmal aus. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir auch dann noch ein Abo dalassen würdet. Und dann würde ich auch einfach sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich dann selbstverständlich wieder auf dieser alten Couch. Und bis dahin bin ich aber erstmal raus. Ciao.